Echt? So, willst du klatschen? Hallöchen. Es geht. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt einfach einen freaking YouTube-Kanal. Ich habe voll auf den Screen geschaut, Helge, obwohl ich mich nicht mal sehe. Ich hoffe, dir hat das Hochzeitsvideo gefallen, was du wahrscheinlich gerade schon gesehen hast. Wenn nicht, dann I can only recommend. Also, ich lieb's. Um euch mal einen Einblick zu geben in unsere Charaktere, wer wir eigentlich sind. Das ist Helge, mein Ehemann. Wir sind jetzt seit mehr als einem Jahr verheiratet. Du bist 21 Jahre alt, machst Videos für deinen Beruf. Ein Video ist nichts anderes als ganz viele Fotos, die hintereinander abgespielt wurden. Du bist ein Fischfanatiker. Die Pflanzen habe ich bereits verkauft. Die gehen jetzt morgen übers Paket weg. Ihr liebt Brokkoli, Gurke und Pflanzen, wie ihr sehen könnt. Krass, so in die Tiefe gegangen ist. Also wenn ich Helge mit drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es wahrscheinlich effizient, fischig, Nee. weißwisserig. Also besserwisserig, besserwisserlich. Okay, ja. Das ist Grace. Sie ist noch 21. Wobei weiß man gar nicht, wann das Video rauskommt. Sie ist meine Ehefrau. Bildhübsch, wie man erkennen kann. Halb Deutsch, halb Angolanerin. Das musstest du nicht ändern. Ich habe nicht gesagt, dass du eine fiege Kartoffel bist. Wenn ich sie in drei Punkten beschreiben müsste, dann wäre das. Also, Denk nicht so viel, sag einfach. sie liebt Geschenke. Okay. Okay. Wenn Grace jemanden sehr gerne hat, dann disst sie den komplett kaputt. Und Leute können damit nicht umgehen, die sie kennen. Oha, okay. Wenn du jemanden liebst, dann willst du wissen, ob die Person über sich selber lachen kann. Ich würde keins von denen zählen lassen. Oha, aber fischig geht durch. Ja, du liebst Fische. Okay, du liebst Make-up. Wow, ich hätte jetzt solche Sachen gesagt wie lustig, Ja, extrovertiert, süß, sie geht gerne auf feurig, Reisen. leidenschaftlich, Das essensenthusiastisch, stimmt. Das stimmt fashionenthusiastisch, auch. So viele musikenthusiastisch. Punkte! Ja, das waren ungefähr drei Punkte, okay. Und genau zum Anfang von der ganzen Sache haben wir auf Instagram mal gefragt, falls ihr uns da noch nicht folgt. Tick, 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 hier eingeblendet. Tick, tick, tick. Was sind eure Fragen an ein junges Ehepaar? Und da kam echt unfassbar viel rein, also Dankeschön dafür. Ich würde sagen, legen wir mal mit der ersten Frage los. Wie alt waren wir, als wir geheiratet haben? Beide 20. Beide 20, auf den Punkt genau. Wie lange waren wir zusammen, bevor wir geheiratet haben? Es waren 2,5 Jahre, bevor wir geheiratet haben. Verlobt haben wir uns mit, also nicht mal ein Jahr, aber es war fast ein Das Jahr. waren 11 Monate. Es waren 11 Monate, als wir zusammen waren, verlobt und dann. Dann sind es Nein. nicht 2,5 Jahre gewesen. Dann war es nicht 2,5 Jahre. War noch nicht 2,5. Es waren nur 1,5 Jahre. Oha! Ich dachte gerade auch so, hä, so lange war das gar nicht. Hä, aber 2,5 Jahre Wir hat sich sind für mich. jetzt, wir Zweieinhalb sind Jahre hat sich für jetzt mich so viel. 2,5 Jahre. Hey, 2,5 Jahre hat sich für mich so viel besser Ja, angehört als schon. 1,5 freaking Jahre. Von kennengelernt Nee, nicht bis kennengelernt, von zusammensein. literally. Hey, wir haben uns im Oktober Ja, kennengelernt. okay, das war 2 Monate davor. Also, ja. Wir haben uns kennengelernt, 2 Monate danach zusammengekommen, 11 Monate danach Antrag gemacht, halbes Jahr danach geheiratet. Deftig Tempo drauf, ey. Was hat sich seit der Ehe geändert? Das war ganz cool, das hatte mich auch ein anderer Kollege noch gefragt, Shoutout an Bryce. Und ich glaube, es ist einfach zu wissen, dass man halt sein komplettes Leben mit der anderen Person verbringt. Also das Ja. ist nicht mehr in Frage gestellt. So außer es passiert halt irgendwie ein Unglück oder so. Natürlich ist eine Beziehung vorher oder eine Verlobung, das ist eine Situation auch des Vertrauens, da wo man natürlich auch sagt, hey, ich vertraue dir, dass du mit mir bist, weil du mit mir sein willst. Aber der Aspekt, dass er gesagt hat, er verpflichtet sich verbindlich. Und das ist hier, warum ich das auch toll finde, dass Ehe auch was ist, was auf Papier mit dem Recht, mit dem Staat was zu tun hat. Weil er verpflichtet sich rechtlich mit dem Rest seines Lebens bei mir zu bleiben und mit mir sein zu wollen. Klar, jetzt seitdem wir. Oi, schön bei mir umgeschlafen. Kampf. Das ist schwitzig. Ja. Ja, und wir leben jetzt zusammen. Vorher haben wir nicht zusammen gelebt. Ah. Und jetzt leben wir zusammen.
Ey, ich liebe es so, mit dir zusammenzuleben. Ich habe WG-Erfahrung. Helge hat WG-Erfahrungen. Richtig unnötig. Wenn's enge Freunde sind, mit denen man gut auskommt, so ja, ist cool. Aber das Leben so ist viel stressfrei, es ist so geil. Also es ist wie, als wenn du eine eigene Wohnung hättest, aber halt dazu noch deinen besten Freund, dazu einfach, ja. Du isst zusammen, du planst zusammen, du gestaltest zusammen, du findest gemeinsame Hobbys. Ja, ist so. Die Pflanzen, wir halten uns gegenseitig immer hoch und jeder kauft irgendwie eine neue Pflanze wieder. Also dumm. Ist so. Und dann geben wir diese Pflanzen einfach so Namensschilder. Das hier unten ist zum Beispiel die Grace Junior. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Das ist Grace Junior. Oh, Entschuldigung. Ich hätte aber auch... Bah, Mann! Wieso sollte man so jung heiraten? Ich glaube, das kommt jetzt gut. Sollte man? Wieso sollte man so jung heiraten? Sollte man nicht. Hä? Sollte man nicht. Ist keine generelle Empfehlung. So jung zu heiraten? Nee. Also erstmal... Ja, true. Also ich glaube, keiner von uns beiden würde das... Pauschal empfehlen. Nee, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall würde ich es empfehlen. Ich würde auch niemandem empfehlen, nach 1,5 Jahren Personen kennen, diese Person zu heiraten. Also das würde ich auch auf gar keinen Fall irgendwie pauschal dann Stempel zu geben. Kann man? Ja. Genau, also wenn du das machst, dann sei dir auf jeden Fall sehr sicher. Ja, auch das. Ja. Also ich muss einmal sagen, es gibt ja viele Argumente für junges Heiraten und gegen junges Heiraten. Und einer dieser großen Argumente ist ja zum Beispiel, woher weiß ich denn, dass diese eine Person die eine Person ist, mit der ich wirklich den Rest meines Lebens verbringen will? Ich meine, wie alt waren wir, als wir entschieden haben, dass wir heiraten wollen? Also den Antrag, da waren wir 19. Also mit 19 kann ich auch rückblickend sagen, und das ist auch erst 2 Jahre her, dass ich nichts gewusst habe. Und in 2 Jahren werde ich auch sagen, ich habe nichts gewusst. So, aber ich denke wirklich, du kannst dir nie 100% sicher sein. Und das ist einfach ein Risiko, dass du willig sein musst zu tragen für die Person, die du liebst. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn man mit einer bestimmten Art von Objektivität an dieses Thema auch Ehe und Beziehung rangehen kann, um zu sagen, okay, macht es wirklich Sinn von all den Dingen, die ich mir in meinem Leben wünsche? Und macht es auch Sinn für die andere Person, die sich das wünscht, dass sie mich heiratet, so, ne? Um halt auch die rosarote Brille mal abzusetzen. Aber ich glaube nie, dass du dir 100% sicher sein kannst, und manchmal muss man Risiken nehmen. Und ich glaube auch wirklich nur, dass Schritte, die Risiken beinhalten, auch Schritte sind, da wo man dann auch große Renditen von hat. Oh my gosh, it worked, guys. I have $50 million. Ansonsten, wir haben noch eine richtig gute Frage, die dazu passt. Ja, weil das wollte ich auch sagen. Und zwar ist die Frage, habt ihr Sorge, dass ihr euch noch stark verändert, eben weil ihr so jung seid? Ja. Und das ist ein guter anderer Aspekt. Das ist nämlich für mich, wir haben uns mit 18 kennengelernt. Ja. Ja, beide waren wir 18 damals. Nee, ich war 19. Sie war 19, ich war 18, da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Beide in dem Jahr, wo wir ausgezogen sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, da hat mein Charakter erst angefangen, so richtig zu reifen. Also vorher, keine Ahnung. Wenn man noch nicht ausgezogen ist, dann... Du weißt auch noch gar nicht, was es überhaupt heißt, erwachsen zu werden, irgendwie gefühlt. Voll. Langsam, ne, kamen die ersten Challenges im Leben und so weiter. Wir haben halt gefühlt, so nicht komplett, ja, aber diesen Prozess, so, wo es angefangen hat, direkt gemeinsam gemacht, gemeinsam erlebt und deshalb irgendwie auch zu gemeinsamen Erkenntnissen gekommen, zu gemeinsamen Charakterzügen gekommen, zu gemeinsamen Weltansichten gekommen, sodass irgendwie der Mensch, der wir heute sind, jetzt schon so stark voneinander geprägt ist und die Richtung, die wir eingeschlagen haben, früh in unserem Leben, entscheidet ja auch, wo du später enden wirst. So. Und wenn du, glaube ich, diesen Weg am Anfang nicht zusammen gehst, dann ist es später umso schwieriger, jemanden zu finden, der dir ähnelt. Checkst, wie ich meine? Ich mache mir gar keine Sorgen, dass sie sich so krass verändern würde, einfach weil wir vor allem am Anfang uns schon diesen ganzen Entwicklungsprozess gemeinsam durchgemacht haben. Klar, es ist ultra wichtig, dass halt die Grundstrukturen, dass man diese Grundstrukturen des Menschen erfasst hat. Ich kann schlecht davon ausgehen, der Helge, der ist einfach ein sorgenfreierer Mensch, der mehr Risiken einnimmt und der dem einfach viele Dinge weniger wichtig sind, weil die in Relation zu seiner Freude nicht so wichtig sind. Dementsprechend weiß ich aber, dass ich von ihm nicht erwarten kann, dass er diesen Grundzug seines Charakters, ne, dass der sich verändern wird. Also ich glaube, man muss schon noch wissen,
worauf man sich einlässt, auch schon in jungen Jahren. Ich meine, du bist geprägt, du lebst schon, wir haben schon 18, 19 Jahre trotzdem gelebt. So. Ich glaube, wenn man wirklich mit Vertrauen und Liebe und Transparenz miteinander ist, dass man sich dann auch nicht auseinanderlebt und in verschiedene Richtungen entwickelt, sondern ich glaube auch wirklich, dass man, wenn man jeden Tag miteinander ist und sich bemüht, den anderen gut zu lieben, dass man da miteinander sich in Richtungen verändert. Deswegen werden ja Ehepaare ja auch immer ähnlicher. Es gibt ja so geil. Es gibt ja voll viele Studien dazu. Das ist ja schon allein bei Lebenspartnern, also ist natürlich offensichtlich egal, ob man verheiratet ist oder nicht in dem Fall. Partner, wenn sie in einem Raum stehen, die müssen sich nicht mal berühren. Ich glaube, die brauchen irgendwie 5 Minuten oder so maximal. Und dann ist der Herzschlag einfach im gleichen Rhythmus, wenn sie still sitzen. Ey, das ist crazy. Die passen sich einfach genau in den gleichen Rhythmus an. Haben wir Gott in unsere Entscheidung zu heiraten mit einbezogen? Gute Frage. Ich glaube, er war der treibende Faktor überhaupt. Mhm. Also einbezogen wäre jetzt ein bisschen undermined. Ich bin nicht mit der Perspektive aufgewachsen, dass es normal ist, mit 20 zu heiraten. Also bei mir in der Familie ist das nicht gang und gäbe. Von dem her war das für mich auch eine ziemlich heftige Entscheidung. Ich bin in diese Beziehung reingegangen, ganz am Anfang mit der Perspektive, dass ich sie kennenlernen möchte, um zu gucken, ob ich sie heiraten kann. Das heißt, eigentlich war unsere Beziehung schon von vornherein geframed, hey, okay, eigentlich irgendwie möchten wir gerne heiraten irgendwann. Die ersten 1, 2 Monate, 3 Monate vielleicht haben wir schon über Ehe geredet, viel. Also, ja stimmt, okay, wir haben viel über Leben zusammen geredet und potenzielle Ehe, ja. Aber wir haben nicht über das Heiraten aktiv so geredet. Genau. Und wenn das dann aber aufkam, weil sie dann auf einmal bei Pinterest irgendwelche Kleider sich gespeichert hat oder sowas. Ey, wer kennt's? Ich mach das seit ich 10 bin. Und also für mich war halt so, was ist mit der los? Die kauft was? Entschuldigung, chill mal, ein paar Schritte zu viel, ja? Und dann musste ich da erstmal irgendwie drauf klarkommen, so. Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, lass mal jetzt irgendwie, es war, glaube ich, waren das 2 Monate oder so, mhm, haben wir gesagt, so gar nicht über Ehe reden. Nein, nicht 2 Monate. Wir waren 2 Monate zusammen. Und dann haben wir gesagt... Das war nicht so lange, Grace. Das waren 2 Monate. Nein. Im März haben wir das gesagt. Lass uns nicht mehr über Ehe reden. Wir haben gesagt, bis August reden wir nicht über Ehe. Genau, und dann irgendwann habe ich gemerkt, jo, ich bin ready, das wieder anzusprechen. Dann haben wir beide im Auto gesessen, hatten uns Macs geholt, aufs Feld gefahren. Und dann nach dem Essen habe ich es halt nochmal angesprochen und so gesagt, hey, lass mal gemeinsam dafür beten, wann ich einen Antrag machen könnte. Genau, und dann sind wir einfach beide, gemeinsam, also jeder für sich vor allem auch, so ein bisschen ins Gebet gegangen. Und ich habe halt dann 3 Tage lang gefastet und gebetet, mit der Frage, soll ich den Antrag machen, ist sie die richtige sozusagen. Das war eine ziemlich heftige Sache, weil ich habe in den ersten 2 Tagen, also Fasten, für alle, die keinen Plan davon haben, man verzichtet sozusagen auf etwas, um den Fokus auf Gott neu rauszurichten. In dem Fall habe ich gesagt, okay, ich esse nichts für 3 Tage. Genau, habe dann Gott diese Frage sozusagen jeden Tag hingestellt und gesagt, ja, soll ich sie heiraten oder nicht? Und dann am 3. Tag, wo ich schon irgendwie voll genervt war, weil ich irgendwie keine Antwort gekriegt habe, habe ich einfach gesagt, so ey, keine Ahnung, letzte Möglichkeit, irgendwie jetzt eine Antwort zu kriegen ist, schlag doch einfach jetzt mal die Bibel auf, ja? Und ich bin wirklich nicht der Mensch, der irgendwie sagt, so ja, ich halte jetzt meinen Finger dahin und dann musst du da reden und dann ist genau das, was da steht, irgendwie in der Bibel auf einmal, ja, heirate Grace von 6, so ja, ja moin, als ob das da steht, ja? Und so war das auch gar nicht angedacht, sondern einfach nur, ich hatte den Impuls, guck jetzt in die Bibel, ja? Ich so, okay, gut, mache ich. Schlagt es auf. Sie hat mir beim ersten Date, habe ich sie nach ihrem Lieblingsvers gefragt. Es war Jesaja 60, Vers 1. Und ich klatschte es auf. Und das Erste, was da oben groß war, war genau der Vers. Und dann war es halt für mich irgendwie so, ja, okay, lol. Also das ist halt so das Konkreteste, was du mir in der Bibel sagen kannst. Irgendwie, weißt du, weil es so direkt mit ihr verbunden ist. Und das ist danach auch unser Traufest geworden. Ja. Und da habe ich mich dann bestätigt gesehen und dann habe ich danach den Antrag gemacht, oder beziehungsweise dann habe ich ihre Eltern gefragt, meine Eltern gefragt um den Segen und dann den Antrag gemacht. Ja! Uns hat es voll Spaß gemacht, dieses Video jetzt zu drehen, unser allererstes gemeinsames YouTube-Video. Fun Fact: Helge war schon YouTuber. Richtiger Vlogger. Moin moin Leute, was geht ab? Ich bin Helge Döker. Herzlich willkommen zum ersten Video von mir auf diesem Kanal hier. Du, jetzt mach. Doch, jetzt mach.
Danke fürs Zugucken. Drückt die Glocke, abonnieren, schreibt einen Kommentar, drückt gerne auf Like. Und wenn ihr teilen und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen und folgt uns auf Instagram. Tschüss. Ciao. Nehmen wir so. Yay! It's a web!